Hallo liebe Leute, willkommen zum neuen Guide auf meinem Video. Wie kann man mit einem Boot angeln? Ich bin jetzt erstmal herausgesetzt, dass ihr so ein Boot habt. Wenn über ein Kanu mache ich jetzt gleich auch, das dauert ein bisschen länger das Video. Wenn ihr einsteigt, seid ihr auf diesen Sitz. Oben steht schon, drücken Sie R1 zum Motor starten. Immer so, ich gucke immer so um zum Fenster, dann geht es immer am besten auf. Wenn du jetzt so drückst, dann geht es irgendwie nicht an, weil du musst ja darauf gucken, um das anzumachen, und dann so machen, und oben sieht ihr schon, ist grün, also ist an. Wie könnt ihr die Karte verstellen? Die Karte verstellen könnt ihr mit oberen und unteren Steuerkreuz, dann könnt ihr so sehen, und mit Viereck könnt ihr auch so jetzt zum Unterwasser gucken, dass ihr da Fische sind oder so. Einmal gibt es ja die Karte, einmal halb und einmal ganz mit den Fischen. Losfahren kann man mit dem linken linken Stick oder mit R2, wie ihr wollt. Hier, so kann man jetzt fahren. Ja. Wie kann man das runtermachen? Das runtermachen kann man so mit L2 oder mit ja linken Steuerkreuz, wie man auch das Tempo machen kann. Maximalgeschwindigkeit bei diesem Fahrzeug oder Boot eher gesagt ist 82 km/h. Anker werfen kann man mit L1 und lösen auch mit L1. Aufsteigen kann man einfach mit X drücken. Hier gibt es dann auch hier zum Beispiel, werf ich jetzt hier hinten einfach aus. Dann geht man hier, kann man dann auch Route anmachen. Und hier ist noch ein Routenständer, die hier benutze ich jetzt nicht, aber weil das einfach so eine Route, die war für einen anderen See. Ich werfe jetzt einfach zum Beispiel hier aus, hier hin, und das steht dann. Hier könnt ihr dann auch wieder aussteigen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Anker habt, dann lieber den wegpacken. Aber ihr könnt nicht losfahren und Motor starten. Wie hier oben steht, die Angelrouten sind ausgeworfen und darum kann man nicht losfahren. Zum Kanu mache ich gleich. Ich hole eben ein und dann gehen wir zum Sicht des Kanus. Hier ist das Kanu von mir. Hat 20.000 gekostet. Kanufahren ist fast gleich so einfach. Mit linken Steuerkreuz kann man lenken. Aufhören macht man einfach, wenn man einfach nicht paddelt. Paddeln kann man dann auch. Paddeln kann man nur mit linken Steuerkreuz. Ja, Anker werfen oder so geht auch mit L1 und lösen auch. Wenn ihr aufstehen möchtet einfach nur hier einfach nur den Angelrute rausholen und könnt dann werfen. Man kann aber nur eine Angel benutzen. Und dann drückt ihr wieder X und dann könnt ihr wieder losfahren. Paddeln. Anlegen machen wir mit R3.
Also 3-3, meine ich. Und das war's schon mit dem Guide. Das kleine Like und Abo da. Und bis bald, ciao.